willkommen in einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe euch heute hier ein wunderschönes Konglomerat von Büchern mitgebracht. Ja, ihr habt schon ein kleines Entstehungsvideo gesehen. Oder ich habe es hier mit reingepackt, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Naja, auf jeden Fall kommt hier das Flip-Through von meinen Bucheinbänden. Und zwar mit dem wunderschönen Coffee and Chocolate Papier von Stamperia. Ich liebe das, das ist genau mein Papier. So, jetzt muss ich einmal schauen, dass ich euch ein bisschen näher ranhole. Weil jetzt habt ihr natürlich hier so den Überblick. Und jetzt wollen wir natürlich mal ins Detail gehen, ne? Mal gucken, was da so unter der Oberfläche steckt. So, ne? Jetzt habe ich euch. So, es begab sich, dass meine beste Freundin Geburtstag hat. Ja, und sie liebt Kaffee und Schokolade. Das ist ja ein Homerun hier, als dieses Papier rauskam. Ich habe es gesehen und habe direkt damit losgelegt. Und zwar war meine Idee, ich habe ein paar schöne Bücher gefunden und ich finde immer im Laufe des Jahres einfach Geschenke für meine Lieben. Die können irgendwie kurz nach dem letzten Geburtstag sein oder zu Ostern oder whatever. Ich finde sie, sie springen mich an, ich kaufe sie, ich lege sie zur Seite. Und dann werde ich sie zum Geburtstag hin schön machen oder schön verpacken. So, und da kam mir hier dieses, also kam mir Bücher in die Hände und es kam mir auch dieses Papier in die Hände. Das hat einfach wunderbar funktioniert. Ne? Also das Universum liefert, ne, Leute? Merkt euch das, wenn ihr was braucht, sendet einfach einen Wunsch ans Universum. Und ja, dann werdet ihr beliefert. Zum Beispiel mit einem schönen, wundervollen Coffee in Chocolate Papier. Also ich habe das auch schon wieder bestellt, ich könnte mich da reinlegen. Ja, wichtig, Geburtstagskarte darf nicht fehlen. Ne? Und da habe ich einfach ein Stück von dem Papier genommen und ein paar von den kleinen Die-Cuts hier ausgeschnipselt. Und dann hier ein, genau, ein Geburtstagskärtchen gecraftet. Kleiner Charme, darf nicht fehlen. Das ist gar nicht hier der Haupteck, das ist nur ein Geburtstagskärtchen. Ich schiebe mal die Bücher zur Seite, dann kann ich es euch Stück für Stück zeigen. Fangen wir mal, gucken wir mal, mache ich mir jetzt selber Schatten oder geht's? Oh, geht eigentlich, ne? Ist guckbar. So. Ich hatte den Anspruch, erstmal hatte ich 4 Bücher. Das war schon mal eine Sache. Ich hatte den Anspruch, dass diese Umschläge, die ich mache, auf mehrere Bücher passen. Also, dass sie größentechnisch anpassbar sind. So, also erstmal, ihr seht, ich habe aus dem Feuerpapier genommen, ich habe ein bisschen Spitze genommen, ein bisschen Stoff. Und ich habe jedes einzelne, das wiederhole ich jetzt auch, glaube ich, nicht mehr so oft, ich habe jedes einzelne hier mit dem Mod Podge Antique Matt versiegelt. Ein bisschen sieht man da die Pinselstreifen. Ich liebe das, diese Pinseltextur auf den Sachen zu fühlen. So, dann kann man hier das Buch natürlich aufschlagen. Und ich habe hier Falzstreifen reingesetzt. Ich hoffe, dass man das ein bisschen sieht, dass hier so Falzstreifen sind, dass man theoretisch ein längeres Buch nehmen könnte oder ein kürzeres. Und das hier würde halt rumrollen. So, gleiches habe ich am Buchrücken gemacht. Habe ich auch gefalzt. Falls ich ein schmaleres Buch habe, rutscht das alles ein bisschen weiter in diese Richtung. Jedes meiner Bücher hat auch noch ein kleines süßes Lesezeichen bekommen. Dies hier hat eine kleine Tafel Schokolade. Die habe ich bei Funkelkram gefunden, diese Charms. Und ja, jetzt habe ich hier meine Seite verblättert, aber gut. Das ist ja nur ein Beispiel. Die hat ja noch nicht angefangen zu lesen. So, das war das erste Büchlein. Büchlein ist gut. Dann habe ich hier ein lustiges Format, das ist ein bisschen kleiner. Also insgesamt ein bisschen weniger hoch. So, hier habe ich einen Stoffrücken reingepackt, den habe ich doppelt genommen, also einmal von innen, einmal von außen. Und ich habe ihn sehr deutlich von innen mit dem Funkelkramkleber bestrichen und beide Seiten aufeinander gesetzt. Das heißt, außen ist er nicht beklebt, hat keine Kleberstellen. Das ist richtig schön weicher Stoff oder griffiger Stoff auf jeden Fall. Ist aber in sich fest, dadurch, dass zwischen den beiden Stofflagen ein bisschen Kleber ist. Allerdings kann man auch den hier biegen. Ne? Also wenn das nächste Buch, was das geschützt wird durch das Teil, wenn das nächste Buch schmaler ist, lässt sich dieses Ding auch noch um das Buch drumherum biegen.
So, und auch hier seht ihr wieder, warte, ich komme ein bisschen näher ran, seht ihr hier wieder die Falzen. Wenn ich das jetzt hier aufmache, seht ihr hier, dass ich das mehrfach gefalzt habe und dass es theoretisch auch um ein schmaleres Buch drumherum passen würde. Das ist dann dieses wunderschöne Papier der Kaffeekanne. Ich habe auch mal geschaut, dass ich hier, jetzt habe ich hier ein paar Buchseiten mit eingebaut. Okay, ein bisschen. So sollte es sein, dass ich dann hier im Einband auch ein bisschen was Interessantes habe. So. Auch hier habe ich ein kleines Lesezeichen mit einem Charme. Diesmal gibt es Cookies zum Kakao, zum Café au lait. Und das ist das Buch Nummer 2. Buch Nummer 3 wird euch allen wahrscheinlich sehr geläufig sein. Ja, diese Kaffee- und Kakao- und Chocolate-Tassen hier, die haben es mir so richtig angetan. Von dem Rest dieses Papiers, dieser Seite, sind halt die Lesezeichen entstanden, die ihr schon gesehen habt. Und auch hier, ihr seht es wieder, ich habe Falzen genutzt und auch hier Falzen genutzt, um, ja, hier, ihr kennt dieses Buch, ne? Aber das ist auch so schön zu lesen, es ist nicht nur schön zu verbasteln. So, ich habe Falzen genutzt, um auch für ein größeres Buch das Ganze nutzbar zu machen. Genau. So schaut das aus. Hier habe ich einen schönen Fransingstoff genommen und hier ein schönes Macaron und Pralinen Lesezeichen geschaffen. So, steckt auf der Seite Februar. Das ist natürlich mit Auge gemacht. Ja, das ist das dritte Buch im Bunde. Last but not least. Und mein größtes. Das habe ich für wirklich große, dicke Wälzer gemacht. Das ist einfach sehr hoch. Hat hier auch sehr viele Falzen am Rücken. Einfach für ein noch dickeres Buch. Und ein bisschen größeres Buch ist es auch gemacht. Und auch hier habe ich wieder mit Falzen gearbeitet und ich hatte auch als Vorlage ein noch viel größeres Buch genommen, um einfach auszuprobieren, dass ich hier diese, ja, diesen Einband auch wirklich für einen, noch ein Buch mit längeren Buchseiten und einem dickeren Einband hinbekomme. Ich habe hier zwei Papiere genommen, weil das war schon echt groß, also hätte eins nicht mehr gereicht. Dementsprechend habe ich hier zwei mit einem Stoffstreifen verbunden, jeweils innen und außen. Und auch hier sieht man wieder, ich könnte es noch für ein viel größeres Buch benutzen. Genau. Oh, hier steckt mal, lustig, lustig, so ein, sag mal, klassisches Lesezeichen drin. Klassisches Lesezeichen oben mit so einem Bommel. Schöne Rückseite. Und auch das habe ich alles versiegelt. Jetzt gucke ich mich hier gerade mal kurz um, weil ich könnte euch jetzt nämlich noch zusätzlich ganz kurz ein paar andere Lesezeichen zeigen, die ich aus dem Papier gemacht habe. Vorausgesetzt, ich finde sie. Finde ich sie? Ja, das ist ein bisschen schwierig hier in diesem Bastelzimmer. Tatsächlich finde ich diese Lesezeichen jetzt gerade nicht, obwohl ich sie nicht weit weggelegt habe. Nun gut, ich hatte ja versprochen, dass wenn wir 500 Abonnenten auf meinem Kanal sind, eine coole Community, dann werde ich hier einmal ein Flip-Through durch mein Bastelzimmer drehen. Dann gibt es einen Walkaround und dann zeige ich euch hier mal das heilige Chaos. So chaotisch ist es gar nicht, wobei ich habe jetzt sehr viel gewerkelt und immer kleine Werkelhäufchen fabriziert. Gut, ich bin aber fertig geworden mit meinem Geburtstagsgeschenk. Da bin ich sehr stolz drauf, weil ich neige auch dazu, Sachen anzufangen und mich dann von anderen coolen Sachen ablenken zu lassen. Diesmal hatte ich das Ziel im Blick, den Geburtstag, und hatte auch den Plan, dieses wunderschöne Papier hier, ja, schön und fein in Geburtstagsgeschenke zu verwandeln. Mit diesen Worten, in diesem Sinne, hoffe ich, dass euch mein kleines Flip-Through durch das Coffee and Chocolate gut gefallen hat. Ich hatte auf jeden Fall Spaß, das ist schon mal klar.
Das kann man mir nicht nehmen. Ja, ich freue mich drauf, von euch Kommentare zu lesen. Vielleicht habt ihr ja was Ähnliches vor. Vielleicht seid ihr ja auch schon über dieses Papier gestolpert und sagt so, ja, geil, Chocolate and Coffee haben wollen. Ja, ich konnte nicht anders. Und ich glaube, ich werde auch Teile dieses Papiers weiter horten und, keine Ahnung, mir einen Vorrat von 20 davon anlegen, dass sie mir niemals ausgehen mögen. Ja, ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr hier mich begleitet habt auf meiner Chocolate and Coffee Tour. Ich habe jetzt irgendwie Bock auf einen Kaffee und Schokolade. Ich wünsche euch auf jeden Fall schöne Bastelzeit und macht was Schönes. Bis demnächst in diesem Kino.